Der FCK hat die Schale, ist auch offiziell im Besitz der Meisterinsignie. Eigentlich sollte Andreas Brehme die Trophäe in Empfang nehmen. Der Sportsmann durch und durch aber ließ dem echten Saisoncaptain den Vortritt. Und dann hat er es mit Sicherheit auch verdient, als Erster die Schale hochzuhalten, weil er hat den Verein dahin geführt. Der erste FC Kaiserslautern hat mit diesem Titel nach Aufstieg national Einmaliges geleistet. Um international oben zu stehen, müssten Otto und Co. auch noch die Champions League gewinnen, wie Nottingham Forest 1979, auch nach Aufstieg und Meisterschaft. Andreas Brehme wird nicht mehr mithelfen. Nach 301 Bundesligaspiel ging heute eine außergewöhnliche Fußballkarriere zu Ende. Übrigens dort, wo sie begonnen hatte. Er ist nun mal ein Hamburger Junge. Er hat ja sogar hier mal trainiert und wir wollten ihn ja mal verpflichten. Ich weiß eigentlich nicht, wer ihn dann nicht genommen hat. Aber er war zu leicht. Er sollte zu leicht sein. Ja, das habe ich auch gehört. Ich wusste nicht, dass man Spieler nach Gewicht kauft. Aber ich sage einfach mal, hat eine tolle Karriere gehabt und er spielt dafür jetzt in meiner Traditionsmannschaft. Das Volksparkstadion ausverkauft und auch in einem de facto bedeutungslosen Bundesligaspiel gab es Erwähnenswertes. Das Kopfballduell mit schmerzhaften Folgen zwischen Joe Simonic, bislang mit der Erfahrung von 6 Bundesliga-Minuten, und Olaf Marschall. Und natürlich Andreas Brehmes letzte Partie, ein Libero der besonderen Art. Aufmerksam, so wie hier, und nur selten leichtsinnig. Er war Meister mit Bayern, Meister mit Lautern, UEFA-Cup-Sieger mit Inter Mailand, Weltmeister und. Es wäre zu schade gewesen, hätte ausgerechnet sein Fehler zum Gegentor geführt. Der Schuss von Kmetsch, der den HSV Richtung Schalke verlässt. Noch einmal der in der ersten Hälfte stärkere Hamburger Sportverein. Hasan Salihamidžić hätte sich gerne mit einem Treffer verabschiedet. Er wird zum FC Bayern München gehen. Wie Kmetsch übrigens ablösefrei. Fußballlust aller Lautern und ein Beleg für besonderen Teamgeist. Selbst der gelb gesperrte Schönberg witzelte beim 5-gegen-2 Spielchen mit den Ersatzleuten. In der zweiten Hälfte Dembinski völlig frei. Sein Schuss 50. Minute 1:0 für den HSV. Nicht wirklich wichtig, aber wirklich verdient. 20 Minuten vor Schluss hatte Andreas Brehme dann doch noch die Binde. Sforza ging raus und lieferte sie beim Altmeister ab. Und kurz darauf meldete sich Olaf Marschall. Ein Pfostenschuss nach dem Motto, Berti, bitte vergiss mich nicht. 4 Minuten vor Ende der Partie hatte er dann doch noch die Chance auf Saisontor Nummer 21. Hertzsch faulte Christoph. Deutlich sichtbar auf der Strafraumgrenze. Und Marschall verwandelte den Strafstoß zum 1:1 Endstand in einer zu vernachlässigenden Bundesligapartie. So blieb, was wichtig ist, der Schlusspfiff als Auftakt eines lauterer Jubelwochenendes mit einer möglicherweise überraschenden Personalie. Miroslav Kadlečs Arbeitstag endete zwar wegen einer Verletzung bereits nach 10 Spielminuten, sein Abschied aus Lautern scheint aber nicht so endgültig. Stand in der Hin und Her in der Zeitung, dass die noch mal was versuchen, aber ich glaube, da wir lassen das lieber so. Und dann, ich hätte gerne noch hier gespielt nach der Meisterschaft, aber kann man nichts machen. Also ist der Verein gar nicht auf Sie zugekommen? Nee, wir haben das so gelassen. Es die Stefan Sünderwend spielt und es gibt Wunderschönes zu essen. Das sagt uns Manfred Schwarz, einer der deutschen Spitzenköche, ein Fernsehkoch, der Mann aus dem Schwarzen Hahn im Leidesheimer Hof. Herr Schwarz, was dürfen wir erwarten? Ja, wir haben meisterlich aufgetischt, natürlich, klar, und zwar international. Das heißt Spanien, Italien, Frankreich. So ein kleiner Blick schon mal auf die Champions League. Man weiß ja, da kommen dann illustre Gäste und da müssen wir natürlich schon aufwarten. Und wenn die Leute dann reinkommen, die Mannschaft hier rein, dann gibt es Trüffeltagliatelle mit gebrannter Wachtelbrust, dann ein bisschen Spargel, natürlich Pfälzerspargel, also regional. Und dazu haben wir natürlich tolle Weine, regionale Weine natürlich auch. Die Pfalz hat ja erstklassige Weine, ja, vor allen Dingen gute Rotweine. Ja, Herr Schwarz, ich freue mich auf Sie, auf das Essen und auf die Mannschaft, die also wie gesagt in ein paar Minuten hier sein wird. Wir werden Sie dann hier gebührend empfangen. Jetzt erstmal zurück zu dir, Michael, ins Studio. Ja, vielen Dank, Dieter Kürten, schon mal aus Kaiserslautern. Wir kommen noch mal zurück. Kaiserslautern. Freudenrausch am Betzenberg. Vor 2 Jahren sah das ganz anders aus. Graue Welt. Via Großbildschirm erlebten sie es mit Abstieg. Fassungslosigkeit bis hoch zum Landesvater. Markus Münch schoss sie ab in die zweite Liga. Emotionen, eine für alle.
Ja, wo es 1-0 gefallen ist, und dann war ich überglücklich und habe gedacht, jetzt schaffen sie es. Aber dann ist eine Welt zusammengebrochen für mich. Ich hoffe, dass sie wieder aufsteigen. Aber ich bleibe der Spieler treu und komme trotzdem wieder. Ich kaufe mir wieder eine Dauerkarte. Ist sie bei uns, Alexandra Konrad. Kannst du dich da überhaupt noch reinversetzen in die Szene jetzt als deutsche Meisterin? Naja, ich. Ja, schon irgendwo. Es war halt schon furchtbar, wo sie abgestiegen sind. Jetzt wieder, wo sie aufgestiegen sind, es war schon Wahnsinn. Nur in dem Moment habe ich halt gar nicht mehr gewusst, was ich irgendwie sagen sollte. So. Und es war halt furchtbar. Mhm. Warst du denn letzten Samstag dabei? Ja, doch, ja, auf jeden Fall. Es war echt genial. Doch. Wer ist denn dein Liebling beim FCK? Ja, du Reich und Buck, eigentlich ja alles so, ne? Ja. Und, ja. Und wie lange bist du schon FCK-Fan? Schon 7 Jahre so. 7 Jahre? Also schon. Wie alt bist du, dann kann man das 19. 19? Ja. Und die Familie auch? Ja, doch alle. Ja. Ja. Das ist der Freund, ist ja der auch FCK-Fan? Ja. Also gar keine andere Chance. Ja. Ja. Wann hast du denn wirklich daran geglaubt, dass der FCK Meister wird? Naja, ich habe es die ganze Zeit gehofft und dann halt am Samstag, wo es dann halt die ganze Zeit hieß, so 0-0 in Bayern, und dann so, ja, hoffentlich schaffen sie es, ne? Hoffentlich klappt es, und es war dann halt Wahnsinn, dass es geklappt hat. Ne? Also, ja. Es war eine besondere Saison für uns alle, muss man sagen, und für den FCK besonders, denn er spielte sich ja ab, wie du auch sagst, zwischen dem Traum auf der einen Seite und zumindest dem anfänglichen Bangen. Da war ja sogar von Abstieg die Rede. Ja. Wir gucken nochmal zurück. Glücksgefühle. Du guckst nicht schadenfroh nach München. Nein, aber eine, ich würde mal salopp formulieren, eine klammheimliche Freude kann man nicht verbergen. Erster Spieltag, Jubelstimmung. Ich bin der Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Heute haben wir gewonnen in Bayern, das war schön. Auftakt mit Paukenschlag. Bayern besiegt. Und gleich nach der Euphorie zurück auf den Boden. Ich wollte eigentlich nur wirklich nur ein Jahr bleiben. Und dann aber später haben sie gesagt, komm, jetzt du musst der Trainer auch, der die Mannschaft nach oben geführt hat, da bleiben, um jetzt zu versuchen, die Klasse zu halten. Man wundert sich. Wir stehen da oben als Erster und wissen auch nicht warum. 40 Punkte gegen den Abstieg. Ich bin der Meinung, wenn wir 40 Punkte schon haben, dann können wir nichts direkt von der Saison nur feiern. Beginn der Rückrunde. Hoffnungen. Ich meine, wir dürfen uns nicht an den Bayern orientieren. Wir versuchen jetzt, UEFA-Cup-Platz zu erreichen, und die Chancen stehen sehr gut. Ende der Tiefstapelei. 11 Punkte Vorsprung? Ich hab's vorher schon gesagt, das ist ein Traum von mir. Wir wissen alles, alle, was Bayern noch drauf hat. Aber man darf den FCK auch nicht vergessen. 9 Punkte Vorsprung zwischenzeitlich. Nein, wir sind noch nicht durch, ganz klar, weil es sind noch 8 Spiele, und wenn wir 6 Spiele davon gewinnen, dann sind wir durch. Ja. Olaf Marschall, noch vorsichtig. Ich meine, solange wir das große Runde noch nicht in der Hand haben, solange können viele reden, wir sind schon Meister. Ich meine, diejenigen, die sagen, wir sind Meister, die sollen uns das Ding in die Hand geben, und alles andere wäre uns dann im Endeffekt wurscht. Minuten schon, was da draußen, Bus auf Bus rollt vor, aber die Mannschaft ist noch nicht da. Die Stadt ist zugestopft. Hier vor der Fruchthalle, wo ich jetzt hier stehe, im Foyer, da sind etwa 25.000, 30.000 Menschen. Und da muss sich die Mannschaft natürlich auch noch durchkämpfen. Also wir sind voller Hoffnung, dass wir noch bis zum Ende unserer Sendung Otto Rehhagel und seine Meister hier präsentieren können. Aber wie gesagt, in der Fruchthalle selbst, im Festsaal, ist alles vorbereitet. Die Menschen stehen hier in fieberhafter Erwartung, voller Spannung. Wir melden uns, sobald die Mannschaft Sicherheit, Verständnis, der hat lange genug hier trainiert. Grüß dich, mein Lieber. Glückwunsch, dass das geklappt hat. So, jetzt sind sie hier, Otto Rehhagel und die Meistermannschaft mit Schale. Sag mal, was war denn draußen los? Es war von 25.000 oder 30.000 Menschen die Rede. Ich glaube, es waren doppelt so viele. Ja, es waren schon in 2 Brücken, als wir landeten, war der Flugplatz voll, und überall sind die Menschen begeistert. Insbesondere natürlich hier in der Stadt, die Menschen in der Pfalz, dass wir, der 1. FC Kaiserslautern, deutscher Meister geworden sind. Kannst du denn überhaupt noch sprechen? Kannst du das Feiern noch durchstehen? Ja, natürlich haben wir noch ein schweres Programm. Wir müssen jetzt wieder erstmal richtig gefeiert. Und morgen Mittag müssen wir schon wieder nach Hamburg, und ich hoffe, dass wir das einigermaßen... Jetzt habt ihr schon wieder ein Spiel, ne? Wenn wir so gut
feiern können, wie wir spielen, dann gibt es eine große Feier heute. Also, da wollen wir jetzt mal sehen, wie euer Triumphzug in den Festsaal der Fruchthalle aussehen wird. Viel Spaß, bis gleich. Grüß dich, Hubert. Kaiserslautern, der deutsche Fußballmeister 1998. Unter den Klängen der Gruppe Wes. Und draußen stehen 35.000, 40.000, so werden geschätzt, und feiern. Und die sind sicher auch morgen früh um 6 noch da. Und immer wenn einer ans Fenster tritt, so wie jetzt eben der Mannschaftskapitän Ciriaco Sforza, brandet der Jubel auf. Es ist, als wenn Majestäten auf den Balkon treten und dem Volke huldigen. All das, lieber Michael und meine Damen und Herren daheim, was sich hier heute Nacht tut und morgen.